zu bringen. Hat das irgendeinen Schaden gebracht? Ich glaube nicht, ich glaube, es ist gerade noch davon gekommen. Ich glaube, du kannst damit nur Bäume zerbrennen. Wir haben wieder zwei Kommentare. Dann lese aus sie vor. Ja. Aber wir müssen auf die vorigen antworten. Echt? Ja. Was war da? Ich glaube, ihr habt es eins übersehen. Dass ja, mit, dass wir... ich muss offenbar die richtigen Worte finden, um das auszudrücken, was ich meine. Wir reden aneinander vorbei. Das kann sein. Ich lese jetzt die noch nicht gelesen haben. Okay. Außerdem ist der Stream das einzige, wo man aktiv am Geschehen dabei ist. Die YouTube-Videos schreiben zwar Kommentare rein und so weiter, aber das ist ja einseitig. Ja, das ist halt live. Das ist halt live hier. Ja. Ja. Aber weißt du, was auch das Blöde daran ist? Also, was denn? Nehmen wir an, wir hätten jetzt mehrere Zuseher. Dann kommen die Kommentare so schnell, dass wir die gar nicht lesen können eigentlich. Stimmt. Ja. Dann können wir, das heißt, wir können jetzt noch auf die Kommentare nicht eingehen. Ups, hat die Blume gerade gestaucht oder was? Das waren deine Haare. Ah. Okay, wir können jetzt noch auf die Kommentare eingehen, aber falls wir mal 10 Leute haben, die da was schreiben, dann geht das ja auch so schnell, dass man da gar nicht mitlesen kann, oder? Kannst du nicht lesen? Ja, das geht ständig rauf, wenn jemand neu ist. Ich habe den Nachrichten, ist auch immer so ein Text auf dem Laufband. Ich habe mich auch immer geärgert. Mich nach? Aber ich habe gelernt, schnell zu lesen. Oh nein! Eine Pflanze! Na, und daneben! Du kannst nur Bomben ihn töten. Es gibt Feuer? Keine Möglichkeit. Echt? Das wusste ich nicht. Ich dachte, es geht nur. Könnt's versuchen! Ja, totaler Reinfall. Hat nicht totale geklappt. Totale Abzocke. Abzocke. Ja! Ja! One hit und er ist tot. Meine Stimme ist so hoch. Ihr müsst das aus der Sicht eines durchschnittlichen, vernünftigen Person sehen, die euch nicht kennt. Aber wir sind keine durchschnittlichen, vernünftigen Personen, die wir nicht kennen. Die uns nicht, die wir... Ja, ich bin nicht... Ja, wir jetzt alle leben. Ja. Endlich. Also, wenn wir jetzt sterben, dann haben wir wieder nur 3. Ja. Müssen wir schauen. Können wir nochmal Pretty Cure hören? Na? Ah, sorry. Nein, das ist jetzt vorbei. Ja! Gerade noch. Warte, geschossen. War die ein Secret? Ja. Nein, hier ist keins. Bitte, ja, mach stimmt. Das nicht. Weißt du was? Ich habe jetzt die Fackel. Jetzt kann ich Sachen brennen, wie ich will. Aber weißt du, Dominik, okay. Didi, wir hatten mal richtig viele Zuseher. Es gab mal eine Zeit, da war der Chat sehr vielseitig von verschiedenen... Sehr bunt. Vielen Menschen. Ja, sehr bunt. Ja, das ist das richtige Wort. Es gab Floris. Es gab Russen-LP. Es gab Letun. Kylemore. Frederick. Es gab so viele Menschen. Tidus. Aber der Überlebende bist du, Dominik. Und dafür möchte ich dir danken. Ja, Floris kommt immer in der letzten Das Minute. Pretty Curl-Lied hat meine Stimmung wieder halbwegs aufrecht gebracht. Ja, Gott sei Dank. Mich hat er sie. Ich bin jetzt nicht mehr zornig, sondern nur noch angehaucht. Na, wo bin ich denn gelandet? Ich glaube im Wald. So schaut es zumindest aus. Ja, Spiel! Nein, das ist schon wieder Hint. Hint or play the game. Hint or play the game. Hint. Was? Vielleicht da ist ja so ein Crack in the Wall, das ist sicher eine Höhle. Oder auch nicht. Wie geht der Trick? Du musst einmal nach links, zweimal nach rechts, dann wieder nach links und dann einmal nach rechts. Spaß, du musst nie nach rechts. Eben. Macht ja keinen Sinn. Kann man also, nicht, ich glaube... Kann ich irgendwelche Bäume abfackeln? Nein, es gibt so einen Trick, man muss zweimal hinauf oder zweimal hinunter und dann rechts und dann, ich weiß nicht wie. Das ist ein Endless Loop. Ja, wenn man aber die Reihenfolge richtig macht, dann kommt man irgendwo. Da kommt man irgendwo an. Ja, wo, das weiß ich nicht. Wir haben einen Kommentar. Wie gesagt, das wollte ich schon gesagt haben. Was? Wie gesagt, das wollte ich schon gesagt haben. Am Ende werde ich noch gekickt. Wer würde das tun? Nein, bei uns wird hier niemand gekickt. Wir wollten einen, Nightmod oder wie heißt es? Nightbot machen, Nightbot. Aber das ist nicht gut. Ja, eh nicht. Was macht das? Das kickt die Leute. Ich weiß nicht, was der genau macht. Ich weiß nicht, wir wussten auch nicht, wie das geht. Das einstellen. Weißt du was, ich gehe so lange rauf und runter, bis es kommt. Okay. Dann hinauf und dann links. Nein, war es nicht so? Zweimal hinunter, dann links und dann zweimal hinauf. Das weiß ich nicht. Ne, ich versuch's mal. Zweimal hinauf und wenn es nicht geht, dann halt zweimal hinunter. Ist das ein ewiger Wald? Oder? Ja. Siehst du, die Position verändert sich nie. Achso. Naja. Tja, das ist schlecht. Wie lange spüre ich noch? Lotz ist ja schon 21 Uhr. Aber das macht schon Spaß. Echt? Ja. Okay. Und jetzt zweimal hinauf, weil ich es wahrscheinlich falsch gemacht habe.
Also ich glaube, das können wir endlos spielen. Okay, einmal nach links und dann ist es aus. Okay. Aha. Jetzt kommt man nicht mehr weiter, wenn man da nicht doch. Oh! Nein, das ist so normal. Ja, rechts Raum. Ist der Ausgang. Ja. So. Ich habe den Trick, ich kenne den Trick nicht mehr. Wo finden wir dann die Schlösser, wenn wir den Trick da nicht kannst du sicher irgendeinen Baum abfackeln, oder? Ich glaube ja. Nicht. Von den Grünen. Dieser einzelne da. Ich mach's einfach mal. Ah! Man muss irgendeinen Baum abfackeln, damit diese Gegner heißen Gorias. Gyros. Gorias. Nein. Gorias. Kann man Tobias. Sich auch nennen. Da ist das. Da ist gar nicht das Dungeon. Hätte man gedacht, da ist das Dungeon. Weißt du was? Ich will den Master Sword. Wer kennt vielleicht das Spiel Dungeon Siege? Ich kenne es. Ich kenne nur Dungeon Siege. Ja, das ist eh das Ähnliche. Das ist eh das Ähnliche, das ist dasselbe. Ja, es ist dasselbe. Gut. Und ich gehe jetzt zum 100. Mal hier rein, weil ich ständig vergesse, was da ist. Oh. Bowserfinger! Wow. Wir haben nie genug Nein. Geld. Nein! Nie reicht's aus. Weißt du, was ich mache? Was Urarges. Was denn? Ich komme nicht an. Ich will nicht die Bombe. Wow, wow. Du legst ihm dann noch ein Feuer hin. Ein Fegefeuer. Kann auch verkaufen. Ich muss jetzt aufs Klo. Ich habe gedacht, ich halte es ein bisschen zur Pause aus. Aber ich gehe jetzt. Okay. Ich komme bald wieder. Und wer spielt dann? Ich oder? Ich nicht. Du die ganze oder Zeit. Du. Okay. Nicht durch. Haben wir jetzt eigentlich das Floß? Ich bin mir sicher, jetzt bricht der Stream wieder ab, wenn du weg bist. Das kann man. Ja, typisch. Tschüss. Hallo. Ja, jetzt bin ich tot. Ja. Haben wir jetzt das Floß? Das Floß? Ja, ja, stimmt. Weil da war so ein Stil. Ja. Stimmt, das rechts gab es so Stellen. Genau. Wo man es, glaube ich, einsetzen kann. Ich glaube, ich weiß nicht, wie die Stellen aussehen, aber es war gerade so eine Art Steg, wo wir gerade vorbeigegangen sind. Ich weiß auch gar nicht, wo wir vorhin waren, also kann ich dich... Nein, ich weiß schon, irgendwo hier war es ja. Nein, weiter rechts, oder? Ich gehe mal da weiter, wenn das... Nein, doch nicht. Na, am ganz rechten Fluss ist es. Autsch. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin, zum nächsten Dungeon? Ja, falls wir den finden. Okay. Ich kenne die Map nicht auswendig, die ist so groß. Okay. Oh, er hat es geschrieben. So, ich hatte einen Telefonanruf, also nicht mitbekommen, ob hier etwas gesagt wurde. Es wurde gesagt, das würde ich sicher nicht kicken, wenn du einfach nur deine Meinung sagst. Aber wenn du ordentlich losschimpfst, dann schon. Ja. Obwohl Tamato ja eigentlich dagegen wäre, jemanden zu kicken, auch wenn er schimpft, weil... Wir können ja auch zensieren. Autsch! Irgendwie können wir auch... Ich hoffe... Da braucht man einfach so ein Plugin, oder? Nein, einfach, dass wir... halt die Worte nicht aussprechen. Ah, okay, ja, das können wir. Das ist einfach so simpel. Also gekickt wirst du hier sicher nicht. Und wir haben keine Ahnung. Und, ja, genau, du fragst dich jetzt wahrscheinlich, wo Tamato bzw. der Streamer hin ist. Wieso, ich finde das eigentlich auch, wieso wird er der Streamer genannt? Wir streamen ja auch. Das ist eigentlich schon diskriminierend. Achso, also, der einzige Viewer gekickt? Hä? Was meinst du jetzt? Was? Sonst wird doch niemand gekickt. Also ich bin jetzt auch planlos über das Thema. Nein, sonst wird niemand gekickt. Nice something, William. Ja, nein, ich will nichts kaufen. Das Schild wäre besser als... Oder? Also, aber ich habe kein Geld. Aber es schaut gleich aus, wie das, was du hast. Ja, ich würde gerne ein Schild kaufen, aber naja, wegen dem Geld. Na, es kommt so rüber, als das alles sein Werk ist. Ja, irgendwie schon. Wegen seiner Stimme. Er ist irgendwie, er ist halt die Hauptperson der BLB-Show, die Nummer 1. Aber das macht uns ja nicht schlechter, oder? Wir sind ja auch hier und auch dabei. Und irgendwann übernehme ich die BLB-Show, da bin ich der Streamer. Oh, der neue Streamer. Was. Ja, aber, hier oben. Aber nichts verraten an ihn, wenn er wiederkommt. Ja, hier, da dachte ich. Das ist Herz, ich hatte mein Schwert, mein fliegendes Schwert und jetzt habe ich es kaputt gemacht. Tja, aber das jetzt kann ich es wieder. Ja. Autsch. Wow. Okay. Los geht's. Soll das eine Lüge sein? Sag nicht, dass es nicht geht. Da oben war, das war doch gerade da, oder? Nein. Da oben. Ja, ich kann es nicht anwählen. Hey, hast du eine Ahnung? Ich bin verzweifelt. Floß verwendet. Naja.
Schau dir das an. Oh, cool, ich hab's geschafft. Wie kann ich das jetzt machen? Das Floß, das kannst du an einer ganz bestimmten Stelle verwenden, nämlich ja, oben. Da braucht es die Stepladder, ihr kennt sich ja wohl gar nicht aus. Stepladder. Ja. Ja, wo dann das Floß? Das ist ganz oben irgendwo auf einem Steg. Achso, okay, dann bin ich. Na, da ist das Floß. Da ist das Floß. Ach ja, wir haben Dominik D.D. gerade. Hey, ja! Cool, gerade klar. Ich war nie hier. Dass er uns eigentlich ständig diskriminiert, indem er sagt, dass du der Streamer bist, weil wir streamen ja auch. Echt? Ja. Wow! Wir sind da mal aufgestanden und haben unsere Meinung gesagt. Aber was tut das? Irgendwas Dummes in das Herz. Oh, das ist Max ab. Ist ja auch seine Wohnung. Warte oder? Mal, tut nicht das Trank? Naja, wir das haben... Das Min ab? Ach, echt? Wir hätten Min abnehmen sollen. Ja, ich glaube nicht, aber vielleicht. Naja, wir haben halt verschiedene Ansichten über Twitch-Streaming. Was passiert, wenn ich wieder reingehe? Gar nichts. Ja, aber... Also Twitch-Streaming ist ja jetzt, da kann man ja viel machen auf Twitch. Also da gibt es ja eigentlich keine verschiedenen Ansichten, da kann man verschiedene Shows machen, würde ich mal sagen. Denke ich auch. Ich weiß es nicht, worum es gerade geht. Es gibt Leute, die Speedrunnen, Leute, die... Freerunnen. Autsch. Es gibt Gaming-Talkshows, es gibt alles. Es gibt Brettspiele. Es gibt Rollenspiele, Pen and Paper. Es gibt so manches. Helden privat gibt's auch. Gibt alles. Autsch! Ja, aber nicht 2 Stunden pro Woche. Ja, was nicht 2 Stunden pro Woche? Jetzt wir sind doch 3. Jetzt habe ich den goldenen Faden verloren. Ich habe doch 4 Stunden pro Woche. Stimmt. Nein, wir sind jetzt 5 Stunden pro Woche. Da gebe ich jetzt auch gar nichts. Oh nein! Ich glaube, es geht eh aufwärts, oder? Jetzt geht's aufwärts mit der BRB. Was? Kontrolle. Irgendwo ist hier ein ganz geheimes Live-Max-Up. Wow, verbrennt. Aber ich hab das schon genug. Da ist irgendwas, da. Nicht die Ritter aktivieren, du musst drauf. Echt nicht? Nein, auf keinen Fall. Ich wollte jetzt probieren und schnell nach unten rennen. Ja, da geht's lang. Da bist du richtig. Ach, nicht die Ding. Tech-Tights heißt sie. Den Deckel. Cool, ja. Was ich mir wünsche, dass man eben weiß, was als nächstes kommt, dass man sich überlegt, ob man nächsten Samstagabend den PC aufdreht und sich auf Twitch einloggen soll. Also ist der mein PC ist immer an. Ja, wollte ich gerade sagen. Und ich bin immer eingeloggt. Man kann ja so aktivieren, ob man ausgeloggt werden will. Echt? Ja, ich bekomme immer eine E-Mail, BLB Streams ist jetzt live und da steht das Spiel dabei. Hey, also? Das hier, da brauchen wir uns ja gar nicht die Hände schmutzig machen, wenn man sowieso E-Mails bekommt. Ja, eben. Hast du den Newsletter nicht... Nein, nicht den Newsletter. Den Abo... wie heißt das? Den Newsletter nicht abonniert von BLB Streams. Echt? Wir haben einen Newsletter? Nein, eine Information, dass wir online sind mit dem Spiel. Ach so. Dann wirst du... Aber wenn man den PC nicht aufdreht, dann kann man ja gar keinen Newsletter bekommen. Oder man hat eine App am Handy und kriegt da seine E-Mails. Dann, ja, genau. Dann geht das doch. Ich habe aber kein Handy. Ja, dann wird es schwer. Doch, ich habe eines. Aber ich verwende es selten. Ich mag auch nicht, du kannst weiterspielen. Echt? Ja. Also, Continuum, das entwickelt sich an irgendwas. Irgendwann spielst du auch ein Spiel, das nur du spielst. Ja. Ah ja, Castlevania. Ah ja? Burgvania. Das spielst nur du? Das lasse ich mir aber nicht bieten. Ja, glaubst du, wir haben das nicht schon fertig gespielt? Ach so, okay. Ja, wir haben es in 3 Parts geschafft. Ja. Wow. Applaus. Na klar. Lies doch vor. Ah ja, wo war das Alter? Und nicht schon um 19 Uhr den Channel beitreten und auf Banjo-Kazooie warten und dann wird nicht daheim... Was? Ups, es ist eins raufgesprungen, dann habe ich mich in der Zeit verhört. Und dann wird um 19, 20 irgendwas aufgedreht. Ja, aber es gibt ja viele Spiele. Und wir spielen nicht immer nur dasselbe, das wäre ja auch fad. Und wir wechseln uns ab. Ja, aber wenn jetzt dein Lieblingsspiel kommen würde und du nicht daheim bist, dann ist es doch dasselbe. Dann kannst du es auf, wie heißt es? Auf Billbridged. Hey. Auf YouTube Billbridged machen. Ich schätze, tut das nicht die Max-Bomben erhöhen? Das Blaue? Ich glaube nicht, dass ein Trank Bomben erhöht. Ich glaube auch. Ja, stimmt. Da geht er wieder raus, der Link. Ich habe eh nie genug Geld. Was soll das? Naja, ob ich um 19 Uhr eine E-Mail kriege, wo steht, Billbistream streamt Spiel X. Und da bin ich gerade nicht daheim, das hilft mir gar nichts.
Das reimt sich doch, oder? Ich habe das ein bisschen umformuliert. Weil wir könnten auch Kazooie spielen und du wärst dann nicht zu Hause. Das ist dann... Ja, das hilft ihm dann nichts. Das läuft aufs selbe hinaus. Ja, das hilft ihm ja dann nichts. Eben. Und deswegen... Verbrennen wir die Leute. Genau. Ja. Ihr seid aber richtige Brutalski-Fahrer. Versteht ihr? Brutalski-Fahrer? Brutale Skifahrer. Hm. Ja. Wohin renne ich überhaupt? Ich werde auch nicht wenn ich fahren. Dachte, ich wäre voll der der Lotz Pro und... Wow, jetzt kommt die... Die hat dich ganz aufgefüllt, tja. Ja, das ist das Secret-Feld. Ich glaube, du kannst eh schon das nächste Schwert abholen. Ja, stimmt. Nächstes Kommentar. Wenn ich weiß, dass was Gescheites kommt, was mich interessiert, schaue ich vorher, dass ich mir den Tag einteile, dass ich Zeit habe, den Stream anzuschauen. Siehst du? Was soll ich jetzt sagen? Also müssen wir immer ein Programm haben. Ja. Wo steht, was wir machen. Hinunter. Du hast vollkommen recht. Ab sofort. Ja, ein Flo! Streamen wir live. Hä? Wow, ich das meine, ist ja ein neues Konzept. Das machen wir die ganze Zeit schon. Machen wir nicht BLB 3.0? Ja, das kommt noch. Wenn mich die Muse küsst. Kennst du den Spruch? Ja, ich. Da ist der nächste Dungeon. Oder auch nicht. Nicht? Wieso nicht? Das schaut aus wie ein Dungeon. Ja! Ein gelber. Hey Arnold! Arnold! Glotz nicht so, Football-Schädel! Hey Arnold! Ihr könnt ja nicht erwarten, dass ich jeden Montag und Samstag auf Abruf stehe. Aber bis jetzt hat das ja gut geklappt, oder? Da warst du ja immer da. Also. Naja, bis jetzt! Also, Glotz macht mir. Das macht mir einen Heidenspaß. Echt? Wer kennt die Serie Heidi? Heidi! Die kommt jetzt auch irgendwie auf 3D, ich oder? Ich dachte immer, das wäre... Jetzt ist es versaut. Ich dachte immer, das wäre ein... Versteckspiel eine österreichische Serie. Ja, aber es ist ja eine Schweizer Serie. Nein, es ist eine österreichisch-japanische Anime-Serie. Ja. Echt wahr? Ja, genau wie Vicky und die starken Männer. Ja, aber es ist ja in der Schweiz. Die Heidi, oder? So ein Blödsinn. Ja, sicher. Ich dachte immer, das wäre Österreich. Wienerberg. Jetzt gibt's ja nicht. Autsch! Bist du nicht zu weit vom Mikrofon weg, Anja? Ich? Verdammt. Ich weiß nicht, ob du nicht. Ich wollte es mir bequem machen, aber anscheinend. Ich weiß nicht, ob die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt. Ah, die Fledermaus ist festgestellt. La Fledermaus! Das wird sich jetzt ändern, sonst würde ich das Thema nicht ansprechen. Ja, wie? Aber du kannst ja daran nichts ändern. Das müssen ja wir ändern. Wow! Der goldene Kompass! Schau dir das an! Blockierte Wege! Oh, verdammt. Ein unsichtbares Labyrinth. Schieß doch mal mit der Candle und dann sollte doch ein Licht sein, oder? Wow! Du bist ja wirklich ein Profi. Es war wohl das Logischste, was ich je in einem Videospiel gesehen habe. Ja, einmal die Candle werfen, einer verbrennt und dann plötzlich. Ja, klar. Wirklich, denn Leute. Feuer, mögen die Drachenfeuer ewig brennen. Wer kennt diesen Spruch noch? Das aus dem Kultspiel Oblivione. Echt, wahr? Ja. Jetzt aber die Frage, Ranma ein Halb oder Dragon Ball? Ranma ein Halb? Dragon Ball. Okay, wir haben neue Kanäle. Okay. Na wirklich, Leute. Jetzt geht das schon zu schnell für mich. Spaß beiseite, ich will das schon klären. Ich meine, das wird sich ändern, dass ich immer da bin. Oh nein! Es ist der Alarm! Ja, ich wollte den Ton noch an und das in die falsche Richtung. Ja, bitte geswiped. Nicht die Worte im Mund. Echt? Habe ich? Das ja, jetzt hast du die Schlummertaste aktiviert. Oh. Na, das will ich schnell regeln.